auf dem Boden angekommen. Leis Bonjagrande, da ist ja schon das Preisschild. Oh, da ist eine Schatztruhe. Gold, Gold. Ich möchte Gold. Meine Taschen zieht mich wirklich runter. Ja, das ist natürlich gut, ne? So, Spiel wird gespeichert. Hier ist eine Riesenseekuh. Was habe ich hier? Eine Schatzkiste, Knochen. Ja, dann hier ist der Anker. Schiffswrack. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Knochen mal an. Blip, blip, blip. Wow. Sieh dir die ominösen Überreste der toten riesigen Meereskreaturen an. Sonderbar. Und unter Wasser kann er auch noch reden, ne? Knochen. Schatzkiste. Ich will den Schatz. Was haben wir denn da? 6000 Dublonen, die mit Edelsteinen besetzte Krone der Königin Archipelago. Oh, oh, und ein goldenes, schlüsselartiges Ding. Volltreffer. Ja, toll. Was soll ich denn mit einem scheiß Schraubenschlüssel aus Gold verticken? Leviathan-Gebiet. Jegliche Aktivität im Meer geschieht auf eigene Gefahr. Anfassen und Füttern verboten. Ja, ein Leviathan. Bitte bleiben Sie auf dem Gehweg. Die altehrwürdige Gesellschaft zur Erhaltung der Voodoo-Artefakte heißt Sie willkommen bei La Esponja Grande. Bitte bleiben Sie auf dem Gehweg. Ja, dann werden wir mal uns La Esponja Grande zu suchen, ne? Was haben wir denn hier auf Seepferdchenschädel? Hier ist ein Seepferdchenschädel. Komm her. Die Überreste einer dieser legendären Seepferdchen-Kreaturen. Riesenseekühe verschlingen sie wie Käsecracker. Ist voll geil. Habe ich denn noch meinen? Ja, tatsächlich. Oh, und die Dublonen, eine Krone und ein goldener Schuss. Ich habe alles dabei. Seekuh-Abführmittel. Es ist tatsächlich ein fucking Abführmittel, Mann. Da hat uns die scheiß Seekuh quasi rausgeschissen, Mann. Was ist mit all den Muscheln? Ja, keine Ahnung, was damit ist. Sieht doch ganz gut aus. So. Wo geht's denn hier hin? Kann ich noch. Das sieht ja geil aus, wie er läuft, oder? Das ist der. Die Hundemethode, ne? Zum Paddeln. So, was ist endlich, denn hier? Endlich! Die Heimat von La Esponja Grande! Und die Seekuh hin. Oh mein Gott. Das sind keine Steine. Oh, tschüss! Oh mein Gott! Toll. Ja. Schrecklich! Zähne knirschen heftig! Riese! Ah, ich vergaß zu erwähnen, der Wächter von La Esponja. Was war's denn? Ein gigantischer Tintenfisch? Man sagt ihnen nach, dass sie Kaperschiffe angreifen und komplett verschlucken. Nein. Ein Megalodon? Eine Riesenwal? Schlimmer noch. Was denn? Ein riesiges Seekuh-Weibchen. Das Monster muss gesämt werden, Schiffwissen. Womit? Mit einer zusammengerollten Zeitung? Das Weibchen zu sämmen ist keine einfache Aufgabe. Ihre launischen Gemüter sind die größten aller Rätsel. Komplex. Verwirrend. Herrlich. Reden wir noch über Seekühe? Ich habe meine Besatzung so ausgestattet, dass sie sich mit den Kreaturen verständigen können. Leider war Santino der Einzige, der gelernt hat, ihre Lieder zu verstehen. Etwa so wie alles auf eine Karte zu setzen, was? Oh, er hätte einen guten Entdecker abgegeben. Ja. Du hast nicht einen einzigen lächerlichen Plan, wie man den Leviathan beseitigt? Nein, nicht. Ich habe einmal 3 Monate damit verbracht, einen riesen Seekuh-Verehrer zu bauen, der von einer 15-köpfigen Besatzung gesteuert wurde, die alle bestens über das tierische Paarungsverhalten informiert waren. Doch leider gingen sie bereits in der Testphase verloren. Sie wurden wie Erbsen zerdrückt. Das heißt, wir müssen der geilen Seekuh Bock machen, oder? Quasi. Santino wurde nicht von Riesenseekühen großgezogen, oder? Wie konnte er sie nur verstehen? Er lernte es auf Flotsam Island, glaube ich, von einem Wissenschaftler. Ne. Der Marquis? Selbst wenn wir die Winde zu unseren Gunsten beeinflussen könnten, ich werde diesen Ankerplatz nicht verlassen. Ich bin schon zu weit gekommen, um das Risiko einzugehen, den Fundort meiner super saugfähigen Beute noch zu verlieren. Von diesem scheiß Marquis. Der
Melangerie, wie auch immer er hieß. Klar, Santino konnte verstehen, was eine Seekuh sagt. Aber wie konnte er diese bizarren Geräusche erzeugen, um mit ihm zu kommunizieren? Mit der Zunge der Seekuh natürlich! Was soll das eigentlich, du und diese Teile für Seekühe? Das hier ist ein Gerät, das ich nach Abschluss dieses Abenteuers an Touristen wie Sie vermarkten will. Damit kann man Ihre Geräusche nachmachen. Aha. Und ich muss nichts Widerwärtiges in den Mund nehmen? Ich hatte eines meiner Besatzungsmitglieder vor langer Zeit gebeten, darauf aufzupassen. Lass mich raten. Santino? Sicher, Neil. Seine Fähigkeiten durften doch nicht mit einer derart einfachen Mission vergeudet werden. Es muss einer der anderen gewesen sein, aber selbst wenn man mich in Scheibchen schneiden würde, ich könnte nicht mehr sagen, wer es genau war. Also weiß einer der Meuterer, wo die Zunge der Seekuh ist? Das denke ich. Ja. Also, Seekuh-Gesang verstehen. Quasi der Input, den kriege ich beim Marquis. Dafür muss ich nach Flossem, oder was? Ja, und das andere ist dann einer der... Okay. Hab's verstanden. Gang. Lernen Sie mit der Seekuh zu kommunizieren und La Esponja Grande wird endlich in unserer Reichweite sein. Ja, geil. Was wird das denn wieder für ein Stress hier? Erstmal auf die Scheiße schießen. So, wollen wir mal gucken. Oh, ein springender Fisch, den wir nicht haben. Ist mir gleich aufgefallen. Schau dir diesen Fischversager an. Komm her, du. Tja, dann haben wir ihn. Jetzt will ich ins Quartier. Diesmal kommen wir rein. Ben Winslow, wie geht es Ihnen? Auf dem Weg der Besserung, Sir. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass wir aus der Seekuh draußen sind. Wann immer Sie sich uns an Deck anschließen möchten... Wenn Sie noch einmal versuchen, mir zu sagen, was ich tun soll, dann werden Sie bis Sonntag viel geholt. Tut mir leid. Ich hab immer noch ein bisschen Stress, war der Kollege. Gut, dann werde ich jetzt erstmal mit Morgen reden und dann werde ich mir mal die vier... Typen vornehmen. Hey Morgan, ich weiß ja, dass du eine halsabschneiderische Piratenjägerin bist, aber vielleicht könntest du mir einen weiblichen Eindruck in dieses Seekuh-Problem geben. Meinst du das Monster? Genau, dieses Ding ist einfach kolossal. Zähne so groß wie ein Schiffsmast. Sie hat jedes Seekuh-Männchen, das ihr eine Flosse zu nahe kam, in Stücke gerissen. Oh ja. Sie mag kalt und grausam erscheinen, aber wahrscheinlich ist sie nur... Ich weiß nicht. Einsam vielleicht? Sollte sie nicht einfach damit aufhören, jeden zu töten, der sich ihrer Höhle nähert? Was hast du getan, als sie dir ihre Zähne zeigt? Hallo? Ich rannte natürlich weg. Genau. Weißt du, was ich glaube? Nein, was? Sie braucht ein Seekuh-Männchen, das vor ihr sein Mann steht und sich nicht vor ihr fürchtet. Sie tötet sie, weil das Einzige ist, was sie kennt. Und wenn jemand diese Todesfurcht überwinden könnte und sich lang genug vor sie hinstellt und ihr etwas Neues beibringt, wäre es denkbar, dass sie ihn gewähren lässt. Aha. Und dann könnten wir uns den Schwamm schnappen? Ja, und dann könnten wir uns den Schwamm schnappen. Und dann können wir ihn heilen. Wieso? Perfekt. Ein Seekuh-Männchen dazu bringen, seinen Mann zu stehen. Oh. Danke, Mo. Du bist einfach die Beste. Ja klar. Mach dir deshalb keine Sorgen. Oh, wittere ich da eine neue Liebesromanze zwischen den beiden hier? Ja? Wer weiß. Naja, das gibt Wichtiges. Nugi! Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Ach komm. Zunge der Seekuh. Wer hatte sie? Die wirst du niemals finden, du Verräter. Gemütlich? Gemütlich. Du bist ein Betrüger. Aber glaubst du, morgen steht noch auf mich? Oh, ja, bestimmt. Du hast noch all deine Gliedmaßen? Das heißt, dass du ihr was bedeutest. Gut. Das ist klar. Ich dachte immer, du wärst der Hasenfuß der Truppe. Ich bin auf trügerische Weise prinzipientreu. Ganz im Gegensatz zu dir. Ja, ja. Arr. Das kann ich immer noch machen. Voll geil. Stinken, Strabismus, irre. Du kannst mich nicht einschüchtern. Oh doch, das kann ich. Arr. Das kann ich. Du kannst mich nicht einschüchtern. Warum nicht? Komm, einmal noch. Arr. So, warte mal. Was haben wir denn vor hinten?
haben wir denn zuletzt gesehen? Das ist mir vermummt. Stinkend. Das vielleicht. Fischauge. Schielend. Frisiert. Und Affe. So geil einfach. Du kannst mich nicht einschüchtern. Okay, ist ja gut. Vielleicht ist das nochmal wichtig, aber jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's. Töte ihn einfach. So, Murray. Du, Murray. Sein Name ist Santino. Santino. Ich weiß, du weißt nix. Mag sein, aber ich werde nicht reden. Und dafür wird der Wille dieser Männer stärker sein. Der Schädel hat recht. Diese Information wird ihren Preis haben. Dann erzähl mal. Du bist nutzlos. Sag Moose, er soll die Infos rausrücken. Niemals! Ich weide mich mit meinem schweigsamen Kameraden an deiner Frustration! Ja, warte mal ab, warte mal, mein Freund. Ich werfe dich über Bord. Ja, versuch es nur mit deinen Wurstfingern! Ich hab das schon mal geschafft. Die Bruderschaft ist jetzt nicht mehr so cool, oder? Warte, bis wir uns durch deine Stricke der Unterdrückung durchgebissen haben. Dann werden wir deine Marionettenregierung stürzen. Wow, Murray, du bist politisch engagiert. Ja. Ich habe diese ganzen Wörter gerade gelernt. Von wem? Von den Seekühen? Er ist es. Er hat's von den Seekühen gelernt. Wir sprechen uns später. Fort mit dir, Unterdrücker! Das war Moose. Was geht ab? In Ordnung, du... Zunge der Seekuh. Wer hatte sie? Das sag ich dir nicht, Mann. Ich rede niemals. Santino ist da ganz meiner Meinung. Ja, eher verrotten wir, bevor wir dir was sagen. Solidarität, Brüder! Dass er sich nicht wundert, dass der Santino auf einmal reden kann. Harte Jungs, hä? Mal sehen, was passiert, wenn ich die Schrauben etwas anziehe. Also die Schrauben. Foltere mich so viel du willst. Ich werde niemals singen. Ja! Verletz ihn, so viel du willst. Yeah! 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 Oh, yeah! Tut mir leid, dass ich dich von deinem Sekret wegzerren muss. Unglaublich, Kumpel. Ich dachte, du und ich würden eine unglaublich gute Zeit haben. Nur du, ich, Santino, Jumbo Jimbo, am Feiern in der Cantina. Das ist ein Jumbo Jimbo. Wie wär's, wenn wir für einen Tempowechsel zum Schleimkanal gehen? Ja, ich kann nicht glauben, dass ich den Schleimkanal verpassen werde. Oh mein Gott. Arr! Arr! Ha, mit Santino an meiner Seite kannst du mich nicht erschrecken. Das Feuer meines Zorns werden dich wärmen, Bruder. Okay. Da kann ich nichts auswählen. Das heißt, der hier ist... Irgendwas muss ich machen. Santino wird knacken wie ein Zweig. Zwei sind ungefähr dreimal stärker als einer. Du wirst keinen von uns brechen. Du wirst mich töten müssen. Und ich bin bereits tot. Du kannst uns nicht das Wasser reichen, Bruder. Einer drückt's. Du kannst nicht ewig hart bleiben. Dann schau dir gut zu. Pass auf ihn auf! Was machen wir da? Backei? Was hast du dazu zu sagen, mein Freund? Ich muss jetzt alles wissen. Du bringst mich nicht zum Reden. Ich beziehe meine Kraft von der Bruderschaft. Wer hatte die Zunge der Seekuh, Mistkerl? Ich hatte es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich war es nicht. Was ist das für eine Pussy? Er sagt die Wahrheit. Was denn? Ich musste ja nicht mal was tun. Manche sind eben wie zerbrechliche Fabergé-Eier. Schau ihn dir an. Er ist ein Wrack. Tu mir bitte nicht weh. Na schön. Was? Was ist denn mit dir? Ich war noch nicht fertig. Was weißt du sonst noch? Nichts dergleichen! Lass mich bitte gehen! Ich will nach Hause! Siehst du, was du davon hast, ein Spielverderber zu sein? Das werden wir sehen. Siehst du, was du davon hast, ein Spielverderber zu sein? Das werden wir sehen. Wir sprechen uns später. Was ist jetzt hier der Plan?